In diesem Video geht es um die Aktualisierung von Weichen, das heißt, wie bei einer Änderung des Stammgleises die Zweiggleise angepasst werden. Dazu lade ich zunächst mehrere voneinander abhängige Achsen und Weichen. Die Aktualisierung sorgt dafür, dass bei Änderung eines der Gleise alle darauf liegenden Weichen kontinuierlich neu eingerechnet werden. Sie sehen dies hier an der blauen Weiche 102. Dabei wird stets versucht, die Position, also die Koordinaten der Weiche, möglichst wenig zu verändern. Das Programm rechnet dazu stets einen Zwangspunkt von der alten Weichenposition auf die neue Lage des Stammgleises. Die Station, an der die Weiche hängt, wird dabei zwangsläufig angepasst. Bei der Neueinrechnung von Weichen werden daranhängende Koppelelemente natürlich mit verschoben. Dadurch kann es wie hier auch zu großen Lageänderungen kommen. Falls dies nicht gewünscht ist, können an geeigneter Stelle eingefügte Festelemente die Änderungen begrenzen. Die grüne Achse hier endet beispielsweise mit einem Festelement. Wenn ich den Stammgleisradius verändere, hat dies hier nur einen Einfluss auf die Weiche und die beiden darauf folgenden Elemente, nicht aber auf das Festelement. Es ist also wichtig, sich schon bei der Auswahl der Elemente bewusst zu sein, wie die Aktualisierung ablaufen soll. Ein weiterer Punkt, den ich Ihnen zeigen möchte, ist, was passiert, wenn sich das Stammgleis weit vor oder hinter der Weiche ändert. Dazu werde ich nun die Länge des weißen Hauptgleises ändern und wir schauen, was sich an den Weichen 103 und der orangen Weiche 101 ändert. Bei einer Änderung hinter der Weiche hat dies normalerweise keinen Einfluss auf die Weiche. Sie sehen, dass die Achse 102L und 102R hier nicht verändert wurden, weil kein Stern hinter der Achsnummer sichtbar ist. Wenn ich das Hauptgleis vorne verlängere, passiert Folgendes. Die Weichen 101 und 103 ändern ihre Position nicht, wohl aber haben sich die Stationen in den Weichen geändert. Bei den davon abhängigen Achsen 103L und 103R hat sich keine Änderung ergeben. Trotzdem sollten Sie diese beiden Achsen hier mitspeichern, weil sich sonst nach dem Beenden des Achseditors die Projektverwaltung um deren Aktualisierung kümmert. Am besten eignet sich hierzu die Funktion Alles speichern aus der Werkzeugleiste. Dabei werden alle Achsen in der Reihenfolge ihrer Abhängigkeiten gesichert und zusätzlich werden Informationen über die gemachten Änderungen an die Projektverwaltung übergeben. Als nächstes zeige ich Ihnen, was passiert, wenn man die Achsnummer einer Achse ändert. Beispielsweise die Nummer 102R dieser gelben Achse. Diese ändere ich jetzt in 102X. Bei dieser Aktion werden nämlich auch alle Weichen angepasst, die auf dieser Achse liegen. Schauen wir mal in diese Weiche 104 rein, dann werden Sie sehen, dass das durchgehende Gleis jetzt hier angepasst wurde auf die Achsnummer 102X. Somit hat sich auch die grüne Achse 103R geändert. Es ist zu empfehlen, stets alle abhängigen Achsen mit in den Achseditor zu laden, damit man die Auswirkungen der Aktualisierung immer gleich zu sehen bekommt. Aber was passiert, wenn man dies einmal nicht macht? Dazu werde ich jetzt die gelbe Achse einzeln in den Achseditor laden und verändern. Danach schauen wir, was mit der grünen, davon abhängigen Achse passiert. Verlassen wir also zunächst den Achseditor, ohne die weiteren Änderungen zu speichern. Dann öffne ich die Achse 102R, diesmal ohne die abhängigen Achsen mitzuladen. Dann verschiebe ich die Weiche etwas nach vorne und speichere die Achse. Nach dem Beenden des Achseditors wird mir hier die Achse 103R, das war die grüne Achse, zur Neueinrechnung angeboten. Wenn ich dies bestätige, wird auch diese Achse aktualisiert. Bei einem erneuten Hereinladen der Achsen werden Sie sehen, dass nun alle Achsen wieder zusammenpassen. Die grüne Weiche wurde verschoben, liegt aber immer noch korrekt auf dem Stammgleis.
Was passiert nun, wenn man die Aktualisierung durch die Projektverwaltung ablehnt? Probieren wir es aus, indem wir die grüne Achse zunächst über Fragmentlöschen entladen und dann die gelbe Achse erneut verändern. Und dann speichern. Wenn wir aus dem Achseneditor rausgehen, kommt erneut der Aktualisierungsdialog. Die Neueinrichtung lehne ich nun ab und drücke OK. In diesem Fall wurde die grüne Achse 103R nicht neu eingerechnet und liegt nun auch nicht mehr auf dem durchgehenden Gleis. Korrigiert wird dies, wenn ich die Achsen erneut im Achseneditor lade. Hier erhalte ich die Meldung, dass die Weiche 104 und die beiden anschließenden Koppelelemente neu eingerechnet wurden. Auch jetzt stimmt die Lage der grünen Weiche wieder und sie liegt genau auf dem Stammgleis.